Kommen wir gleich zum nächsten Thema. Da geht es um mehr publizistische Vielfalt und Transparenz bei Beteiligung politischer Parteien an Medienunternehmen. Die SPD hat ja umfangreiche Beteiligung an Medienunternehmen. Und wenn Parteien wie die SPD in sozusagen ihre Ansichten in scheinbar neutralen Medien kundtun, ist das für die Leser oft kaum erkennbar. Und das ist ein Missstand. Die Vorgaben des Parteiengesetzes sind bislang so, dass an dieser Stelle unzureichend das geregelt ist. Und die Regelungen, die es gibt, die können leicht umgangen werden. Wir fordern daher eine Änderung des Parteiengesetzes, sodass die Parteien in ihren Rechenschaftsberichten deutlicher Auskunft geben müssen. Und dazu kommt noch manches andere, was sich ändern muss. Dazu Stefan Brandner. Ja, vielen Dank und guten Morgen. Wir haben uns nach dem letzten Wochenende den Gedanken darüber gemacht, ob es überhaupt noch Sinn macht, sich mit der SPD auseinanderzusetzen. Wir machen es dennoch, weil der Gesetzentwurf nicht nur vor dem Hintergrund der SPD wichtig ist, sondern überhaupt dazu beitragen wird, Transparenz und Demokratie in Deutschland zu stärken. Sie können den Gesetzentwurf sehen als im Rahmen unserer Gesetzentwürfe zu mehr Demokratie wagen. Hier geht es also um mehr Transparenz im Bereich der Presse, wie Bernd Baumann ausführte. Parteien wirken an der Willensbildung des Volkes mit, wie Sie wissen. Und das setzt natürlich voraus, dass das Volk genau weiß, was die Parteien machen. Und das ist im Medienbereich nicht der Fall. Wir haben gerade bei der SPD das Problem, es gibt eine DDVG, eine deutsche Verlagsgesellschaft, GmbH und KKG, die gehört der SPD. Und diese DDVG betreibt eine Vielzahl von Zeitungen. Zwei Zeitungen müssen angegeben werden als Hauptprodukte, die Sächsische Zeitung und die Morgenpost. Dazu kommen Zeitungen wie Cuxhavener Nachrichten, Niederelbe-Zeitung, die Neue Presse in Coburg, Frankenpost, die Neue Westfälische und die Sula-Zeitung. Das sind etwa 500.000 Zeitungen am Tag, die über diese DDVG, über diese Gesellschaft, die der SPD gehört, in Deutschland vertrieben werden. Darüber hinaus ist diese DDVG beteiligt an der Verlagsgesellschaft Matzak, die auch wiederum viele Zeitungen in Deutschland maßgeblich beeinflusst oder hält. Als Hauptprodukte werden genannt die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Neue Presse. Dazu kommen aber Leipziger Volkszeitung, Dresdner Neueste Nachrichten, Kieler Nachrichten, Lübecker Nachrichten, Ostseezeitung, Göttinger Tageblatt und Märkische Allgemeine. Das sind weitere etwa 750.000 Zeitungen am Tag, die über diese Gesellschaft Matzak, die wiederum über die DDVG der SPD zuzuordnen ist, vertrieben werden. Matzak wiederum ist beteiligt am Redaktionsnetzwerk Deutschland, die nach eigenen Aussagen 15 Zeitungsartikel und 28 Anzeigenblätter in Deutschland, das war Matzak, das kommt noch dazu, 15 Zeitungen und 28 Anzeigenblätter betreiben. Dazu kommt dann dieses Redaktionsnetzwerk Deutschland, was nach eigenen Angaben 50 Tageszeitungen beliefert mit den sogenannten Mantelteilen. Das ist alles sehr undurchsichtig, man weiß es nicht so genau, aber die Beteiligungen der SPD, die direkten und indirekten Beteiligungen, liegen etwa bei 17-25% der täglichen Tageszeitungen, die in Deutschland verkauft werden, erreicht werden etwa 7 Millionen Leser. Wir wollen das nicht verbieten, wir möchten nur mehr Transparenz in der Geschichte herstellen, nämlich, dass nach einer Änderung des Parteiengesetzes nicht nur die zwei Hauptprodukte ausgewiesen werden, die Parteien betreiben, sondern dass alle Zeitungen ausgewiesen werden in den Rechenschaftsberichten, an denen die Parteien entweder direkt oder über andere Medienunternehmen beteiligt sind. Wir möchten im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 5a, ändern, dahingehend, dass die Zeitungen darauf hinweisen müssen, in ihren redaktionellen Teilen, dass sie einer Partei gehören. Sie wissen das alle, im Lebensmittelbereich muss auf Inhaltsstoffe hingewiesen werden, bei Risiken und Nebenwirkungen, bei Arzneimitteln müssen Sie Ihren Apotheker fragen. Nur im Bereich der Presse scheint es bisher gar keine Vorschriften zu geben oder gibt es gar keine Vorschriften, dass das beachtet werden muss, dass der Leser also weiß, womit er konfrontiert wird. Und letztendlich wollen wir das Gesetz Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen dahingehend ändern, dass die Kartellbehörden in die Möglichkeit versetzt werden, zu prüfen, gibt es da Kartelle? Bislang müssen nur einzelne Zeitungen ausgewiesen werden. Wir wollen aber gerade beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, die ja eine Vielzahl von Zeitungen beliefern, die Auflagenzahlen addiert haben, sodass das Kartellamt möglicherweise mal schauen kann, ob da ein Kartell vorliegt oder nicht. Also ein Gesetzentwurf, der dahin geht, mehr Demokratie in Deutschland zu schaffen, mehr Demokratie zu wagen und mehr Transparenz vor allem in der vierten Gewalt in Deutschland herzustellen. So, Fragen dazu? Bitte.
Wie kommt es denn, dass die SPD, ich muss jetzt mal so informationshalber fragen, wie kommt denn dann, dass die SPD Zugriff auf so viele Zeitungen hat? Und wäre es theoretisch denkbar, dass die AfD auch sagt, wir kaufen uns jetzt 2 Zeitungen? Also bei der SPD ist es historisch bedingt. Wir haben das mal versucht aufzuarbeiten. Es war wohl so, dass im Kaiserreich die SPD wenig Zugang zu Medien hatte und daraufhin über Gönner und über ihre Mitgliedsbeiträge, die relativ hoch waren, Medienunternehmen oder Zeitungen, damals gab es ja nur Zeitungen, aufgekauft hat. Das ist im Kaiserreich so entstanden, das ist dann im Dritten Reich alles zerschlagen und enteignet worden und danach wurde es wieder teilweise restituiert und teilweise wurde entschädigt und die SPD hat sich dann irgendwo eingekauft. Die AfD könnte, unter rechtlichen Bedingungen könnte die auch natürlich eine Zeitung kaufen oder 2 Zeitungen, haben sie gesagt, könnten wir auch kaufen. Das ist natürlich im heutigen Zeitalter sehr schwierig, eine Zeitung A zu erwerben und B dann auch noch möglicherweise mit einer schwarzen Null oder mit schwarzen Zahlen zu betreiben. Der Grundstock ist natürlich bei der SPD erheblich. Es sind ja Dutzende von Zeitungen, die dahinter stecken. Sie sehen also, der SPD ging es im Kaiserreich medial ähnlich wie uns heute an manchen Ecken und Enden. Ja, genau. Von daher sind da manche Parallelen. Herr Brandner, aber oft haben oder meistens haben ja kartellrechtliche Prüfungen schon stattgefunden. Ich weiß das von Hannover, weil ich daher komme. Da gab es ja gibt es ja die Hannoversche Allgemeine Zeitung, das war so liberal-konservativ, und die Neue Presse, früher eine reine SPD-Zeitung. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Und die arbeiten ja auch, also die haben angefangen erst mit dem Anzeigenteil alles zusammen und jetzt auch redaktionell schon weitgehend. Und da hat es ja eine kartellrechtliche Prüfung dann schon gegeben. Ja, die hat es gegeben, aber momentan ist es kartellrechtlich halt schwierig, dagegen vorzugehen, weil die einzelne Zeitung für sich betrachtet wird. Wird gesagt, wir haben ein Göttinger Tageblatt, das hat eine geringe Auflage, da ist keine marktbeherrschende Stellung. Aber uns geht es halt darum, dieses GWB, also das Gesetz gegen Beschränkungen, gegen Wettbewerbsbeschränkungen dahingehend zu ändern, dass nicht die einzelne Zeitung als Auflage angeschaut wird, sondern wir schauen uns beispielsweise das Redaktionsnetzwerk Deutschland an, was 30 Zeitungen beliefert und die 30 Zeitungen drucken es dann auch. Das ist uns der Unterschied zur dpa, wo mehr oder weniger freiwillig das übernommen wird, was dpa versendet, aber beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, diese 30 Zeitungen übernehmen das in ihren Mantelteil. Man muss auch mal dpa loben, oder? Und das ist der Unterschied. Also wir würden das zusammenrechnen wollen, was Redaktionsnetzwerke beispielsweise in die einzelnen Zeitungen verteilen, weil es ja faktisch die gleiche Berichterstattung ist. Also losgelöst davon, welchen Marktanteil die einzelne Zeitung hat. Hat die Presse noch Fragen in Sachen SPD-Presse? Wer ist denn hier betroffen? Bin auch keine Presse eigentlich im wahrsten Sinne, aber ist egal. Haben Sie denn den Eindruck, dass der SPD das hilft, beziehungsweise dass da beeinflusst wird über diese Zeitungen? Ja gut, das ist ein subjektiver Eindruck, den man hat. Und darum geht es uns eigentlich auch gar nicht. Wir möchten denjenigen, der Zeitungen kauft, in die Lage versetzen, dass er weiß, wer dahinter steckt. Und dann kann man sich möglicherweise in der einen oder anderen Berichterstattung irgendwas zusammenreimen. Aber jetzt harte Fakten, dass wir sagen, da ist knallhart eingegriffen worden, kann ich Ihnen jetzt hier nicht nennen.